Hallo meine lieben Freunde auf YouTube. Ich nehme euch mal wieder mit zu einer Welle. Elite Raketenwerfer Level 68. Und wir probieren wieder die Welle 36. Ich habe mir diesmal ein bisschen Gedanken gemacht. Und habe mir eine Stinger zu Hilfe genommen. Jenem da. Dann habe ich mir ein Podest gebaut hier. Um nicht zu sterben. Alles was hier in die Ecke kommt. Das will ich killen. Schuss im Magazin, 193 Schuss Reserve. Schauen wir mal, wie viel ich brauche. . 36 ist eine Welle ohne Boss. . 34% geschafft. Sieht schon faszinierend aus mit der Stinger. Ich habe es bei Welle 35 getestet mit dem Boss. Da waren es 375 Schuss, die ich gebraucht habe. Die Welle in das Ding ab. Also das Ding erkennt auch die Ninjas, deckt die auf. Schuss bis jetzt. An den war noch 51 Mobs sind draußen. 75% der Welle ist geschafft. Die Seeadler sind auch kein Problem mehr. Das erledigt die Stinger alle. Armbrust hier oben kann ich abbauen. Eventuell sogar das ganze Gerüst. Dann könnte ich hier mit dem Rahmen noch eine Stinger hinsetzen. Weil die Armbrust ja auch als Geschütz zählt. Die Wellen werden ja nicht einfacher. Aber es kommt nichts mehr durch. Es sind noch 7 Mobs. 3 Mobs noch. Der Elite-Raketenwerfer ist 69 geworden in der Welle.
Ein Mob ist noch draußen und kein Mob mehr draußen gewonnen. Jawohl. So gefällt mir das. Damit haben wir die Welle 36 gemeistert. Perfekt. So, dann stecken wir die Waffe weg. Und dann geht's ans Looten. Ich hoffe ja immer noch auf goldene Wolframpläne. Fundamente oder Wände. Erstmal. So langsam müsste ja mal von denen was auftauchen. Aber ich denke wahrscheinlich nur als Endbelohnung. Oder im Boss. Aber ich will ja auch vorankommen. Deswegen habe ich die Welle 36 gemacht. Nur um alleine zu schauen, was da kommt. Und wie der Elite-Raketenwerfer damit klarkommt. Alleine hätte er es nicht geschafft. Also das haben wir ja getestet. Vielleicht wenn er Level 100 ist oder so. Keine Ahnung. Dann kann man ja die Stinger mal ausstellen und das mal testen. Aber abfahren für Pläne und so weiter werde ich Welle 35. Und hoffen, dass der Boss oder die Endbelohnung goldene Wolframpläne hat. Hier scheint nichts zu kommen. Ab Welle 40 sollen ja ab und zu Titanpläne dabei sein, habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise habe ich das mal so im Chat und so mitgekriegt. Aber wissen tue ich das nicht ganz genau. Ist eben alles nur Hörensagen und deswegen muss ich das testen. Selber. Dann kann ich genau sagen, in welcher Welle die kommen. Also hier ist nichts Oranges dabei. Alles blau und grün. So, das war's. Den guten Stuff haben bisher immer nur die Bosse oder die Endbelohnung gegeben. Bis jetzt. So, hier muss auch noch einer liegen.
Das war der Bär, der da durchgebrochen ist. Da gucke ich mir mal die Barrikade an. Das hält sich in Grenzen, das geht. Da sind 106 runter und da sind 63. Das ist vertretbar. Das müsste bis zur nächsten Welle Autoreparatur. So. Ich hatte ungefähr 700 Schuss. Kann ich nicht ganz genau sagen. Doch, kann ich genau sagen. Und zwar habe ich 1000 Schuss reingemacht. Und weil ich genau wissen wollte, was Welle 35 verbraucht. Und das waren 375. Also hatte ich 625 drin. Teil die Spotify Premium Duo mit deiner besseren Hälfte. Wir können zusammen 625, das heißt, er hat 323 jetzt in Welle 36 verbraucht. Das geht. Weniger als ein Stack. Da kann ich mitleben. So, die Endbelohnung interessiert uns. So, automatisch Reparatur wieder auffüllen. Bücher waren natürlich mau, 21 Stück nur. Und jetzt die Endbelohnung. Jawohl. Jawohl. Wolframwand in Orange. Das, was ich suche. Fundamente, einer Fundamente und Wolframwände. Wie viel? Achso, ich muss erst erhalten. Und dann kann ich nachschauen. 20. Für die Außenfassade brauche ich 48. Für mein Rondell. Das heißt, wir haben knapp die Hälfte zusammen. Ja, das ist doch schon mal schön. Die Werkzeuge können wieder geschreddert werden, die brauche ich nicht. Gewehrmunition noch. Ich weiß gar nicht, warum ich die Bananen sammle. Die haben überhaupt keine Funktion. So wie Äpfel, Bananen kommen in keinem Rezept vor. Ich weiß gar nicht, warum ich die sammle. Genauso wie das Salz kommt auch in keinem Rezept vor. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Mit Gewürze selber herstellen oder so. Bisher funktioniert das ja nur in Drops aus Kisten und wie auch immer. So. Dann haben wir die Werkzeuge auch geschreddert. Salz habe ich en masse.
Silizium und Ton mache ich Keramik von. Zwei Glasflaschen, oh, okay. Ja, ich habe meinen halben Kühlschrank voller Bananen und die kommen nirgendwo vor. Ich hoffe immer noch, dass die irgendwie auch keinen Timer kriegen, wie die wilden Früchte auch. Sorry. Klettgranate in Rot. Also 23 Dynamit, mein lieber Scholli. Das ist schon eine Hausnummer. So, den Obstsalat. Ich hatte gedacht, die Bananen und so weiter kommen in Obstsalat rein, aber fehl am Platz. Obstsalat kommen nur die wilden Beeren rein. Und Tomaten, Wassermelonen, wilde Früchte. Wassermelonen kann man ja auch nicht züchten, anbauen, wie auch immer. Die muss man ja auch finden oder sammeln. So, rote Plan da rein. Werde ich wahrscheinlich nie bauen. Oder im Endgame. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da hat eine Wut geschossen. Nicht nur einmal. Da müssen wir jetzt gleich mal nachschauen. Uhr, ich bin aus der PvP-Zeit, bin ich raus. Also mache ich mir da keine großen Sorgen. Erstmal das Zeug wegsortieren. Splitter weiß ich auch schon nicht mehr wohin. Im Beacon habe ich, hier habe ich auch schon über 20.000, 26.000. Munition noch. So, dann schauen wir mal.
Fernglas mit Scharfschützengewehr mit. Wenn einer versucht hat, auf die Insel zu kommen, dann von der Seite, denke ich mal. Ja. Die schießt ganz schön weit, muss ich sagen, wenn die da ins Wasser schießt. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da Loot abgreifen können. Und wenn es da keinen Loot gibt, oh ja, als ein Anfänger. Holzsachen. Man kann schön lange unter Wasser bleiben. Das war ein Anfänger, sieht man auch. Jetzt dürfte er sehen, dass keine Lootkisten da sind. Versucht das wieder. Ich muss das Scharfschützengewehr mal ausprobieren. Sehr schön, funktioniert. Zwar verschwendete Munition, aber ich muss ja auch mal testen, wie das schießt und wie weit vor allen Dingen. 200 Meter, wie weit sind 200 Meter? Da haben wir ja in der Aufnahme noch ein bisschen Aufregung. Ah, die Kiste hole ich jetzt nicht, da ist ja nichts drin. Ob er nochmal darunter gelaufen kommt. Wer weiß, wo er seinen Schlafsack gelegt hat. Ich muss markieren, dass das meine Insel ist. Ich habe auch nicht auf den Namen geachtet. Asche über mein Haupt, da kommt er wieder.
Versucht es wieder. Was für ein Dumpfbeutel. Der versucht hat echt wieder. Das glaube ich nicht. Was will der hier? Also den Namen. Er kommt ja nicht weiter an die Insel ran. Da müsste ja noch eine Kiste von ihm liegen. Ach, ist das schön. Da kann man ja ruhig in Ruhe eine rauchen. Ob er irgendwann die Schnauze voll hat. Ich will den Namen wissen. Hier irgendwo. Muss eine Kiste von ihm liegen. Da. Ein Russe. Was in das Hieroglyphen. Drei Steine. Nehmen wir noch mit. Wenn er meine Wut leerlaufen will, viel Spaß. Da müssten jetzt so ungefähr 10 Schuss raus sein. Und der Turm hat 100. Also bis darüber komme ich nicht mit dem Scharfschützengewehr. Und von da oben, die Wut schießt 130 Meter. Jetzt wird's nebelig. Da kann man da auf der anderen Seite nichts mehr sehen. Das war ja damals auch bei, da stand ja die Base von der Tanja. Da habe ich ja auch nur Schüsse gehört. Die wurde von einem Engländer geraidet. Und hatte dann keinen Bock mehr und hat alles aufgegeben, abgerissen. Ein paar Sachen hat sie da gelassen, hat sie mir geschenkt. In der Kiste, war nicht doll, aber also das Scharfschützengewehr, 2 Schuss. Da war er auch weg.
mal nachladen, dass das voll ist. Und da ich ja in der Base sowieso bin hier, Holzfundamente, 7 Schlafsäcke, jawohl, das ist da. Und eine Truhe, die nehme ich auch mal. Und der Rest kommt in Shredder. Ein paar Mats hier. Ein Holzspeer. Holzwände. Ja, totaler Anfänger. Steinäxte, Steinpickel. Etwas Toner. Sechs Fleisch sogar. Ach, die packe ich nachher mit rein. Da brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Muss nur nachher die Wut nachfüllen. Fasern waren, glaube ich, voll hier. Dann kriege ich nichts mehr rein, oder? Ne, die sind voll. Bisschen Erz. Dann macht das Wegsortieren mehr Arbeit. Aber man muss ja nachschauen. Der wollte bestimmt seinen Loot wieder haben. Normalerweise müsste er merken, dass der Loot weg ist, wenn der Totenkopf verschwindet, wenn die Kisten gelootet sind. Verschwindet ja der Totenkopf. Zuckerrohrsamen wegwerfen brauche ich nicht. Kautschuk verarbeiten. Farnsamen weg, habe ich auch genug. Falls ich mal in die Verlegenheit komme, Farn anbauen zu müssen. Ja, ein bisschen Aufregung. 34 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen, damit der Kanal ein bisschen wächst. Und dann bis zum nächsten Video. Euer Balu. Ciao, ciao.